Ich bin, glaube ich, vom Wickeltisch gefallen oder so, ich weiß es nicht. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Auswechselspieler-Kanal. Wir sind heute am Hockenheimring und hier wird heute gedriftet. Bevor es jetzt da hinten gleich auf die Strecke zum Driften geht, gehen wir noch mal zum Auto und gucken uns ein bisschen das Auto an. Ich selber bin kompletter Laie. Lass mir das mal erklären. Und mein Ziel ist es heute auch mal ein paar Meter mit dem Wagen zu fahren. Das ist Theo. Theo und sein Team Fullsend haben uns heute eingeladen, hier einen Tag mit ihnen zu verbringen. Danke dir auf jeden Fall. Kein Ding, schön, dass ihr da seid. Okay, Theo, bevor wir jetzt ans Driften gehen, was ist denn an eurem Auto jetzt anders als an einem normalen Auto? Also die Grundbasis ist ein ganz normaler 3er BMW. Der Unterschied ist, dass die Hinterachse durchgesperrt ist. Das ist notwendig, um gut driften zu können. Und wir haben deutlich mehr Lenkwinkel. Das bedeutet, wir können weiter einschlagen, um mehr quer fahren zu können im Prinzip als sonst. Zusätzlich ist bei dem Auto besonders, dass wir hier den Motor getauscht haben. Hier ist ein Motor aus einer Toyota Supra MK4 drin. Der 2JZ sollte einigen auch bekannt sein aus Fast and the Furious und ähnliches. Das ganze Auto ist nur dafür gebaut, zu driften, mit Sicherheitszelle, Schalensitze, alles was dazugehört. Das ist ja heute jetzt ein normaler Testtag für euch. Aber wie sieht das jetzt beim Wettkampf bei euch aus? Bei jeder Runde gibt es ein anderes Streckenlayout und es gibt Punkte, wo du so nah wie möglich mit dem Heck ranfahren musst oder mit der Front. Dabei ist es wichtig, möglichst viel Geschwindigkeit und möglichst viel Winkel zu haben. So, und dann wird im Prinzip gegeneinander, zwei gegen, oder einer gegen einer gefahren. Ja. Es fährt einer vor, der fährt im Prinzip diese Linie, die er treffen soll. Ja. Und der andere muss so nah wie möglich an den Rand und dabei die Linie von dem Vordermann kopieren. Das Auto wird jetzt soweit vorbereitet und so wie ich das mitbekommen habe, nimmt mich gleich der Kollege Luca mit. Und ja, dann geht's zum allerersten Mal ins Driftauto. Ich habe ein bisschen Angst, weil beim Segelfliegen ist mir so schlecht geworden. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass mir das jetzt wieder passiert. Okay, Leute, jetzt geht's los hier. Wie lange machst du das schon? Jetzt ungefähr 3 Jahre. Okay, geht jetzt los, Alter. Das erste Mal driften, Leute. Was passiert jetzt? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Jawohl, du gemacht. Ey, aber mir wird jetzt safe, wenn wir das jetzt eine Viertelstunde machen. Wie lange ist das? 20 Minuten? Immer 20 Minuten Stints. Ey, da wird mir safe gleich so schlecht. Aber ich bin mittlerweile auch kein guter Beifahrer mehr, muss ich auch sagen. Boah. Also ich kann das auch nicht mehr. Alter, das ist mega geil. Ich locker in den ersten 10 Minuten werde ich das übrigens feiern und in den zweiten 10 Minuten ja, ja. Mir denkt, Digga, was machen wir hier gerade? Mir ist wirklich schlecht geworden, also so schwummerig. Wenn wir 5 Runden mehr gefahren, dann wäre auf jeden Fall der Fußraum dreckig geworden. Aber so war auf jeden Fall perfekt. War ja schon geil. Das ist so verrückt, weil du siehst halt diese Bande und du denkst so, oh nein. Und dann auf einmal so, wupp, geht's vorbei. Ich würde das so gerne selber probieren. Wir dürfen uns gleich auf jeden Fall auch nochmal reinsetzen und hier über einen Parkplatz fahren. Also nicht driften, aber wenigstens mal so das Gefühl dafür bekommen, wie ist das überhaupt mit so einem Drifter zu fahren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das mal sehen wollt, wie wir beide, Yannick und ich, mal selber Driften ausprobieren. Ich hätte mega Bock drauf. Ja, wir haben gerade ein Problem entdeckt, dass wir obenrum Fett und Sprit. Was nicht gut ist. Was gar nicht gut ist. Weil? Der Kraft kommt vom Kraftstoff. Und wenn der nicht da ist, haben wir ein Problem. Theo, wenn du mal so eine Prozentzahl hast, wie viel fahren, wie viel schrauben? An einem Drifttag oder insgesamt? Overall. 5% fahren. Ja. Das Hobby hat nicht so viel mit Fahren zu tun, sondern eigentlich sehr viel mit dem Autos bauen zu tun. Zumindest auf dem, ich sag mal, Niveau, wo wir es betreiben, weil unser Auto sehr stark modifiziert ist. Wenn man ein Auto hat, was sehr nah am Straßenfahrzeug noch dran ist und es einen guten Wartungszustand hat, dann hält es so einen Tag auch mal ohne Probleme aus. Ja. Wie viel steckt hier drin?
Und wie viel Geld, sagst du, braucht man, um einfach an so einem Drifttag teilzunehmen? Um Driften anzufangen, braucht ihr einfach nur ein heckangetriebenes Auto. Da könnt ihr euch irgendeinen 1000 Euro BMW holen. Um sowas zu bauen, das ist halt ein voll umgebautes Wettkampffahrzeug. Wenn man sowas 1:1 nachbauen möchte, ohne die tollen Sponsoren, die bei uns natürlich auch viel Unterstützung gegeben haben, das muss man natürlich auch sagen, sowohl finanziell als auch materiell, ohne diese Sponsoren und wenn man alles selber macht trotzdem, kommt man, denke ich mal, so ein bisschen auf, also auf 25 roundabout. Nagel mich nicht drauf fest. Bei uns steckt nicht ansatzweise so viel Geld drin, möchte ich sagen. Wie gesagt, wir haben Fahrwerkssponsor mit ST dabei. Wir haben Felgen von Motec drauf, die uns die Felgen stellen. Wir haben Yamamoto dabei, der uns die Abgasanlage gebaut hat und der auch unsere Karosseriearbeit macht, wenn wir mal wieder in der Wand landen. Das Auto ist foliert vom Barbie Design. Die Zelle ist von Cardiff, eine Sicherheitszelle mit DMSB-Zulassung und alles. Die haben die reingebaut. Und deshalb vielen Dank an alle Sponsoren, weil ohne euch wäre das in unserem Alter auf gar keinen Fall möglich. Muss man einfach sagen. Also finanziell, es ist ein teures Hobby. Verhältnismäßig ruhig, was heißt, wir sind gerade mitten in der Pause von einem Stint. Es ist so, ein Stint geht 20 Minuten lang und dazwischen gibt es immer kleine Pausen. Wir haben hier drei Gruppen. Wir haben eine Pro-Gruppe, also komplett umgebaute Fahrzeuge, so wie das vom Team Full Send. Wir haben eine gemischte Gruppe und wir haben eine Street-Gruppe. Und die Street-Gruppe, da kann man mit ganz normalen straßenzugelassenen Autos hier kommen. Und jetzt wechseln gerade die Gruppen. Wir gehen aber wieder zurück zum Team und ich will von Theo noch mal wissen, warum macht er das? Also was ist für ihn das Geile hier an der Sportart? Gut, Theo, wie bist du dazu gekommen, mit dem Driften anzufangen und warum? Oje, das frage ich mich auch manchmal. Ja, das Auto steht gerade da. Ja, das Auto wird gerade zusammengebaut wieder. Ursprünglich, mein erstes Auto war ein 3er BMW und dann kam man natürlich immer mehr auf die dummen Ideen, irgendwo mal das zu probieren. Man kannte es aus Filmen und so, war halt immer cool, wollte man halt irgendwie machen. Wir wollten das dann nicht mehr so sehr im öffentlichen Straßenverkehr machen, ne? Da gehört es auch nicht unbedingt hin. Und dann haben wir bei drift.de mit unseren normalen Straßenfahrzeugen mal so ein freies Driften gemacht, wie wir heute waren. Das hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe gemerkt, das Risiko ist da, sein Auto zu zerstören. Für das Straßenauto wäre es natürlich schade. Und daraufhin habe ich mir mit dem Kollegen, mit dem ich das damals angefangen habe, für ganz kleines Geld einen 3er BMW gekauft, Differential zugeschweißt und dann sind wir damit rumrutschen gegangen und es hat sich dann so entwickelt. Heute sitze ich mit sowas hier. Frage ich mich auch manchmal, wie man da hinkommt, aber irgendwie bin, glaube ich, vom Wickeltisch gefallen oder so, ich weiß es. Freunde, jetzt geht's nochmal ans Fahren. Nicht auf die Strecke, das geht leider nicht, aber einfach nochmal eine kleine Runde hier auf dem Parkplatz, weil ich mal so ein Gefühl dafür bekommen will, was jetzt an dem anders, wenn man das fährt, im Vergleich zu einem normalen Auto. Jo. Da haben wir Niklas. Jo, moin. Und Niklas hat mir jetzt sein Auto anvertraut. Links? Ja. Ich wollte gerade blinken. Ja, gibt's nicht. Gibt's nicht. Alter, das klingt. Ja, das klingt so gut. Das war echt Bock. Ich hab Schiss, mehr Gas zu geben. Aber da kommt noch was, ne? Ein kleines bisschen vielleicht. Ha? Kleines bisschen kommt vielleicht noch. Oh, das klingt gut. Das klingt wirklich gut. Ey, danke dir. Voll geil. Ich fahr zurück. Wir sind jetzt wieder zurück. Und was auf jeden Fall doch komplett anders ist als bei einem normalen Auto ist, wenn du das Lenkrad so bewegst, lenkt er halt direkt ein. Also die Lenkung war viel direkter. Und das, glaube ich, ist doch was, was das Auto im Alltag ein bisschen anstrengend machen würde. Also einmal spricht das so richtig schnell an und dann lenkt das halt auch so ultra schnell. Wie so ein Kart eigentlich mit mega viel Leistung. So, Freunde, der Tag am Hockenheimring geht jetzt langsam vorbei. Theo, dir vielen, vielen Dank, dass du und das Team uns heute mal mitgenommen haben. War auf jeden Fall eine komplett neue Erfahrung. Und
Das 95-5-Prinzip haben wir heute auf jeden Fall kennengelernt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr konntet was mitnehmen. Ich möchte mich an der Stelle auch bei allen Leuten, die im Hintergrund da so viel mitwirken, bedanken. Bei meinem Team, die wirklich mich durch die ganze Saison durchtragen, an dem Auto schrauben, die Laune oben halten und die ganzen Sponsoren und Leute, die irgendwie an dem Auto beteiligt waren. Wirklich vielen Dank auch an alle Follower, die uns unterstützen. Ohne euch, es wird nicht klappen, ich sage euch, das ist Wahnsinn. Sehr gut. Also dir vielen, vielen Dank. Freunde, das Profil ist unten in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ja, Kraft kommt vom Kraftstoff. Und wenn der nicht da ist, haben wir ein Problem.